Hallo und willkommen zurück zu Blackguards Teil 8. Wir sind in Velvan und müssten jetzt nach Tenesh rüber. Und bevor ich das mache, werde ich aber erst noch ein paar Sachen nachschauen, beziehungsweise wir sollten erstmal die Wunden wohl wieder wegmachen. Und dann muss ich mal gerade hier auch nochmal schauen. So. Und zwar hat der eine fette, oder der hat drei Wunden, der hat drei Wunden und der hat zwei. Dann sollten wir hier, bist du sicher? Jo, gescheitert. Das finde ich, habe ich ja schon erwähnt, super bescheuert. Laden. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich denke gelesen zu haben, dass immer derjenige das macht, der den höchsten Skill hat. Also nochmal. Jawohl, gescheitert, laden. I benutzen, jawohl, gescheitert, laden. Nicht so die cleverste Mechanik für ein Spiel, das ja, das Laden und Speichern erlaubt. Laden. Oh, Mist. Geheilt. Und der nächste. Können wir wieder speichern. Gescheitert, laden. Und da kann ich auch mal gerade nachschauen. Da hatte Nonk erwähnt, dass eventuell mein dass der hier eventuell Metall anhat. Aber hat er nicht. Es war halt so einfach nur RNG. Der hat halt ein Schild an, aber das ist Holz und da ist auch nichts mit bei. Also, ja, das war einfach nur Pech, dass ich da gefisselt habe. Der hat aber jetzt auch kein First Aid. Heilkunde, also wenn, dann muss das schon jemand anders bei ihm machen. Ja, dann wird wohl schon der Höchste genommen werden. Ich habe aber auch noch genug Punkte jetzt. Kann ich nochmal speichern. Damit ich wieder was erhöhen kann an Werten. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man das von hier aus nicht auf die Skills umschalten kann. Ich meine, gut, man kann natürlich hier oben klicken, aber ich finde es etwas unintuitiv. Immerhin muss man nicht wie in den Spiderweb-Spielen erst das alte Fenster wegklicken, um es neu zu öffnen. So, wir sollten Gewandtheit weiter erhöhen, damit wir dann, jawohl, die Fähigkeit hier mal lernen können. Der Schuss ignoriert die Rüstung des Gegners und kann Wunden verursachen. Und dann geht's an die hier dran. Dafür brauchen wir aber auch nochmal Fingerfertigkeit. Und hierfür braucht man nochmal Gewandtheit und Initiative zusätzlich. Ich gucke auch mal bei Balsam Salabunde. Wieso ist das hier so unterschiedlich? Der hat Klugheit, Intuition und Charisma. Der hat Intuition viel, Charisma viel, ja, Klugheit halt nicht besonders. Der hat Klugheit, Intuition und Charisma viel. Ja, okay, und Klugheit besonders viel. Das macht dann schon Sinn, dass der eine bessere Erfolgschance hat. Der sollte allerdings hier auch noch Punkte reinstecken. Also mal sowieso diese 8 erreichen. Ein Ziel einmalig. Da gibt's. Der ist ein bisschen schwerer zu casten. Erfolgswahrscheinlichkeit 66%, der steht aber noch dabei, das ist ganz gut. Der ist ein bisschen schwerer zu casten, Schild aber doppelt so viel her, ist also dann für den innerhalb des Zuges auf jeden Fall wesentlich sinnvoller. Ich denke, da sollten wir den dann auch. Wie viel kostet der? Astralkosten 10. Aber solange die fisseln, verbrauchen die ja eh nichts. Das kann der also
Also, ich weiß nicht, ob Fizzeln ein allgemein gültiger Begriff ist. Fizzeln habe ich irgendwie seit Ultima Online drin. So, bevor die nächsten 100 Punkte werde ich auf jeden Fall hiermit in in den Wert stecken und das erstmal sparen. Der hat jetzt auf jeden Fall noch gut Punkte und da wollte ich das hier niederwerfen lernen, habe aber noch keinen Trainer dafür. Und der, na, muss man immer hier drüber machen. Da wollte ich eigentlich Zauber steigern. Ja gut, der hat jetzt sowieso nicht so viel. Der könnte hier eigentlich auch mal erlernen und das auf 8 pushen. Kann er hier aber sowieso noch nicht. Damit ist er zumindest erfolgreicher mit dem Skill. Ich denke, das sollte ich aber trotzdem machen. Da kann er schon mal seine Punkte sinnvoll einsetzen. Und dann können wir weiterreisen. Man konnte aber, glaube ich, auch nicht bei den Händlern gescheit sehen, was sie denn überhaupt. Ich habe ja jetzt gespeichert. Ich gehe jetzt nochmal nach Drolasch. Ich guck mal, ob der. Ich glaube, hier war auch gar kein Händler. Kein Trainer. Naja. Aber das Reisen, wenn ich das jetzt richtig sehe, das kostet gar nichts. Also man kann so viel hin und her wechseln, wie man will. Da gibt es nicht wie bei beim Schwarzen Auge, Sternschweif oder also Nordland-Trilogie, dass man irgendwas fürs Reisen an Nahrung haben muss. So also Nahrung braucht man wirklich nur fürs Rasten. So, das Was war der wollt ihr? Trainer. Wir möchten. Was ist denn Aufmerksamkeit? Der Held ist in der Lage, seine Situation auf dem Schlachtfeld besser zu erfassen und sich Gegnern gegenüber in eine bessere Position zu bringen. Gegner erleiden einen Malus auf Passierschläge. Der Held sich an ihnen vorbei bewegt. Okay. Ausweichen, hält es geschickteren feindlichen Angriffen auszuweichen, hält einen kleinen Bonus und ausweichen. Oh, das klingt auf jeden Fall nach einem Skill, den jeder lernen sollte. Der hat ja sowieso noch Punkte übrig. Vor allen Dingen, weil der ja quasi mein Tank ist. Macht das, denke ich, bei ihm Sinn. Wobei hier jetzt auch nicht steht, wie viel dieser kleine Bonus ist. Das ist das, was ich an den Tooltips meinte. Da hätten sie ruhig mal sagen können, was Sache ist. Ausweichen, oh, das hier sieht man jetzt auch wieder schlecht, ob das gelernt ist oder nicht. Gut, hier ist jetzt kein Dings drauf, aber was ist denn da so schwer dran, das einfach grün zu machen? Okay. Talente. Ich nehme an, da wird sonst nichts. Wieso gibt er mir jetzt das für Lernen? Meine Fähigkeit zu lernen wählt zunächst den gewünschten Helden und dann im Lehrmeistermenü Fähigkeit, die der Held lernen soll. Lernen ist. Ja. Ja, danke. Das hat ja gerade an der Stelle auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Dann können wir. Nochmal speichern. Das verlassen. Und dann ziehen wir mal rüber nach Tinesh. Kampf verloren. Sind alle deine Helden ausgeschaltet? Hast du den Kampf verloren? Ist ja ein Ding. Haus des Zwergenfreundes. Das scheint ein Kampf zu sein. Hier haben wir einen Händler. Ah, endlich Kundschaft. Tja. Das wäre jetzt auch nichts, was ich unbedingt brauchen würde.
Dem würde noch der Lederhelm fehlen und dadurch würde der einen Rüstungsschutzbonus bekommen und eins an Behinderung bekommen, was natürlich ein klasse Bonus ist. Wie viel kostet das denn? 14. Wir kommen auch ohne Helm klar. Dann gehen wir mal da rein. Den finden wir sicher. Ich meine, ein Lederhelm dürfte jetzt nicht so unbedingt das, das Über-Item sein. Und was hat er gesagt? Er sagte, das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Schöner Mist. Die ganze verfluchte Mühe umsonst. Hey, was wollt ihr? Wir sehen uns nur um. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten, richtig? Bringt sie alle um! Manche Objekte lassen sich sowohl zerstören als auch benutzen, als in der Kiste zum Beispiel. Mit Linksklick kannst du sie zertrümmern. Über das Handsymbol 2 im Ringmenü kannst du sie verschieben. Benutze das Handsymbol, wenn du sicher gehen willst, dass du Objekte nicht zerstörst. Aha. Okay, cool. Zwergi. Sind das nur die drei? Da hätte ich auf Bogen wieder wechseln müssen. Ich glaube, ich nehme den zuerst, den hinteren. Da gucke ich mal gerade, ob ich den überhaupt... Ich hatte gar keine Pfeile mehr. Die sollte ich mir dann vielleicht doch kaufen. Da werde ich jedenfalls rüberlaufen und ihn schlagen. Und der kann einfach einen fetten Zauber raushauen. Habt ihr das gesehen? Und weg ist er auch schon. Drücke H oder das Hotkey-Symbol 1, um die Hotkey-Leiste zu öffnen. Bieter, ja, bla bla bla, haben wir schon. Der kommt jetzt rangelaufen. Was sehr clever. Oh, da war noch einer. Ja, okay, den hab ich übersehen. Aua! Was zur Hölle? Stichschaden und eine Wunde. Ist der Schaden einfach verdoppelt dadurch? Ach so, nee, Moment. Wieso sind das zweimal 16? Das ist jedenfalls verkackt. So viel zur RNG. 32 mit einem Schlag. Aber wir sollten vielleicht auch mal die Hitpoints erhöhen von den Charakteren. Da habe ich ja noch gar nichts gesteigert. Und die können wir zumindest jetzt ganz günstig ein bisschen pushen. Mache ich auch. Oh, ja, aber dann wird es schon sehr schnell teuer. Aber ich denke, um 2 kann ich das bei allen Charakteren mal erhöhen. Fipp. Naja, außer bei dem, der nicht so viel hat. Aber 60 Punkte wird dann schon teuer. Nochmal speichern. Pfeile kaufen. Schaut euch! Was habt... Die haben wir auch nicht... Naja, 4 ist jetzt auch schon nicht wenig.
Ich glaube, das fällt beim Collector's Edition Dings auch weg. Der schießt einfach ohne Pfeile. Irgendwelche Feuersachen, die auch komplett in die Rüstung umgehen. Also wie gesagt, die Collector's Edition Items, die sind komplett absurd stark. So, da müssen wir einen... Aber das ist, denke ich, es wert. Beziehungsweise müssen wir sowieso machen. Bis dann. Jawohl. Waffenset 1. Ja, bei dem muss ich mir überlegen, ob ich das auch wirklich so auf Angriff setze oder lieber irgendwie geteilt. Ich denke, das ist... Dann kann er zur Not halt immer noch ausweichen. Na, lassen wir das so. Okay, also... Wieder raus. Dahin. Speichere häufig. Da rein. Und was hat er gesagt? Er sagte... Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Hey, was wollt ihr? Wir sind jetzt... Würde ich gerne mit Tasten wegklicken können, damit ich nicht automatisch irgendwo hinlaufe. Da machen wir aber jetzt den zuerst kaputt. Ich finde bloß, dass die Aktion, das umzuwerfen, das nicht wert ist. Wird noch 14. Machen wir damit 75. Zwergi, der hat noch 9. Bei Angriff! Der hat keine Mana mehr. Dann nehmen wir jetzt den da unten, den greifen wir jetzt mit 2 Leuten an, damit der auf jeden Fall nicht mehr dodgen kann. Da machen wir den Spezialschuss. 22. Zoberan! Wieso machen die da so einen perversen Schaden an den? Oder liegt das einfach an... Ne, das sind wieder 2x11 Schaden. Oder es wird einfach... Ne, die haben 2 Dolche, die greifen dann anscheinend mit beiden Waffen an. Laden! Dum 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 dum. Und wieder da rein. Wobei, Laden ist natürlich Wachsinn. Ich kann einfach den Kampf neu starten. Das ist hier deutlich Und schneller. Und was hat er gesagt? Er sagte, das sind nicht die Droiden, die wir suchen.
Schöner Mist. Was? Wie? Jetzt haben wir wieder zwei da stehen und der Bogenschütze ist zuerst. Wenn ich den da hinstelle, kann er wahrscheinlich nicht mehr schießen. Also dahin, was aber ja auch, wie gesagt, sehr schlecht abzuschätzen ist, wie ich finde. Auch wieso der jetzt den nicht angreifen kann. Da habe ich so eine 90er-Chance, aber... Ich kann auch keine Taste zusätzlich drücken, um zu sehen, wo wir da genau hinschießen können. 50, zu wenig. 75. Trotzdem nicht getroffen. Okay, mit dem laufen wir einmal rum. Wer ist der Nächste? Wieder abgewehrt. Sehr schlecht bisher. Und dann machen wir hier jetzt noch diesen... Nächstes Mal. Fizzle. Okay, das war komplett alles versemmelt. Und die treffen komplett. Wir müssen mal Glück haben, uns ist sowieso verloren. Kommt her! Kann ich eigentlich schon laden? Da hat mir das RNG schon zu böse mitgespielt. Es sei denn... 32! Naja, erneut versuchen. Selbst mein Zwerg kriegt da so... Und was hat er gesagt? Hart auf die Fresse. Ja gut, er hat jetzt nicht unbedingt die beste Rüstung. Aber die kann ich mir ja auch gar nicht leisten, weil kostet zu viel. Zu viel Geld habe ich nicht. Ich kann also nur auf Glück hoffen. Und ich finde, das ist bisher der Hauptteil des Spiels. Glück haben ist nicht mein... Das, was ich hier am liebsten mag. So, den können wir jetzt mit 90, weil ich da die 2 Abstand habe. Was aber ja auch nirgendwo steht. Der hat noch 18. Nächstes gefizzelt. Aber wenn die halt so bestialisch Schaden machen... Dann nützt auch das Heilen nichts, weil... Weil mit 10 Hitpoints heilen, wenn die 30 Schaden machen, ja, da gewinnt man nicht viel. Der Zwerg schlägt sich aber gerade gut. Trotzdem kann das natürlich jetzt in einem Zug wieder vorbei sein, wenn ich einfach Pech habe. Der hat 213, aber den werde ich wohl nicht tot. Ja, ich versuch's mal. Ja, hat nicht gereicht. Sehr gut, er lebt noch. Das sollte ja... Sollte, vielleicht, hätte, er kann den aber nicht angreifen, weil der dem da in dem Weg steht, was ich natürlich nicht sehen kann. Okay, aber von dort, bitte. Gehabt. Gut.
Der hier ist leicht angeschlagen. Aber es ist noch so viel, dass es eigentlich funktionieren sollte. Zwergi greift den jetzt an. Das ist der Matsch. Ja, das ist jetzt alles quasi durch RNG zu dem Kampf davor, dass ich bisher zweimal minimal getroffen wurde. Beim anderen Kampf bin ich einfach komplett tot umgefallen, weil ich weniger Glück hatte. Taktisches Hantieren gleich null. Aber der Zwerg hat alles ausgewichen. Ja. Am besten bringen wir es sofort zu diesen Verrückten zurück. Jetzt habe ich hier allerdings auch gar nicht geguckt, ob da Kisten waren, die ich hätte öffnen können oder sowas. Gewöhnlicher Wurfmesser, wir nehmen alles. Dass hier immer wir mit einem Kampf verloren im Ladebildschirm begrüßt werden, ist so ein bisschen verwirrend. Er hat jetzt keine Mana, hätten wir im Kampf noch hin und her laufen müssen. Stiefelchen. Die sind zwar... Wieso sind die besser? Oder wieso sind die teurer? Ich finde, ja, man kann sehr schlecht abschätzen, wie viel Schutz hat der Charakter jetzt hier überhaupt. Achso, Rüstungsteil und dann Klammern dahinter, das ist der Gesamt. Hm, naja. Also was wir hier natürlich jetzt machen können noch, sind die... Ein Silber für ein Wurfmesser. Er macht schon ordentlich. Ne, es sind 7. Macht schon ordentlich Schaden. Schwacher Heiltrank. Und der hat jetzt genug Punkte, um sich den noch zu holen. Und dann können wir hier wieder zurückreisen und dann holen wir uns da noch die anderen Punkte. Schon zurück. Eure Lieferung. Vielen Dank. Und unser lieber Freund? Wölfe haben ihn gefressen. Ihr habt Talent. Unser Handelswagen steht für euch bereit. Wir können euch jederzeit ungesehen nach Drohl bringen. Und wieder hinaus. Danke. Da sind wir jetzt in Drohl angekommen. Wir haben einen Alchemist. Hängende Gärten. Ah, endlich Kundschaft. Schmieden, Armbrust. Wir sind wieder so ziemlich am Limit von Rüstungskrempel. Gut, die sind natürlich insgesamt sind das 6 Kilo. Quatsch, 6 sind 3,6 Stein. Hatte ich die dem nicht ins. Da kann man dann nur einen reinlegen.
okay, es gibt nur einer. Die besten Waffen. Dann lassen wir das mal so. Bin mir nicht sicher, 1,15, wenn wir nur einen verkaufen. Okay, das ist schon der Gesamt, das Gesamtgewicht, also ist das ja auch vernachlässigbar. Da sind das wahrscheinlich die Sachen aus den Zweitslots und so weiter, die hier so reinziehen. Dem sollte ich vermutlich auch noch eine... Ach naja, den Stab sollte der ja eigentlich benutzen, den ich ja noch nicht habe. Ich werde einfach noch hingehen und hier die Sachen verkaufen. Das Schwert und den Schild. Ihr werdet so. So. Kettenhaube. Oha, 17. Wurfspeer. Okay. Schließen. Was haben wir hier sonst noch? Alchemist. Heiltränke, Tinkturen, Gifte. Ich habe alles. Mhm. Ah, endlich einmal gut gelaunte Gesichter. Das war ironisch. Irgendwelche Neuigkeiten? Kommt ganz drauf an, wem ihr Glauben schenkt. Seit einiger Zeit sollen immer wieder Menschen verschwinden. Junge, schöne Menschen. Es gibt aber auch Geschichten, in denen einige von ihnen wieder auftauchen. Ohne Seele. Oha. Erzählen die Waschweiber auch, wer hinter den Entführungen steckt? Die fliegenden Füchse vielleicht. Die Räuberbande. Das würde mich wundern. Soweit ich weiß, fliegen die Füchse nicht mehr. Mhm. Wie geht es der Baroness Bellarita nach dem Tod ihres Gemahls? Es wird schlimmer und schlimmer. Inzwischen geht das Gerücht, der Baron sei vergiftet worden. Wie furchtbar. Die Baroness ist natürlich sehr mitgenommen. Nur zu verständlich. Und wer kann sagen, ob nicht auch ihr Leben in Gefahr ist. Aber keine Sorge. Die Leibwächter ihres Onkels lassen sie niemals aus den Augen. Mhm. Danke. Mein Herr? Kommt bald wieder. Greif zu, Senor. Eine Dornenmatte. Ja, wenn ich wüsste, ob man die mehrfach verwenden kann oder nur einmal. Wenn man die nur einmal verwenden kann, dann wäre das mal ziemlich albern. Dauer ganzer Kampf, einmalig, ja. Aber für einmal 4 Gold auszugeben, also 4 Dukaten, wäre halt etwas... teuer. Schon zurück? Wenn euch Spiele gefallen, wollt ihr vielleicht an einem etwas interessanterem Spiel teilnehmen. Das Risiko ist hoch, aber der Gewinn auch. Falls ihr Interesse habt, besucht uns doch bei Zeiten in unserer Villa in Kadrimstal. Mhm. Ob das diese Arena ist? Hängenden Gärten. Lett! Da ist sie. Die schönste Rose Drohns. Meine Baroness. Ein bisschen schmal. Und wer ist der Mann? Ihr Vater lässt sie Tag und Nacht von einem Leibwächter bewachen. Ich darf mich nicht blicken lassen, sonst haben wir gleich die gesamte Stadtwache am Hals. Gibt es da etwas, das du uns verschwiegen hast? Irgendwie müssen wir ihn loswerden. Auf einem rechtmäßigen Weg. Mhm.
Das Einzige, was schlimmer ist als ein Krieg mit Al-Anfa, ist Frieden mit Al-Anfa. Dem stimme ich vollkommen zu. Wir möchten etwas lernen. Okay. Schildkampf, Rüstungsgewöhnung. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das auch hier die, ja, Metall wird wahrscheinlich das noch genauso behindern. Weiß ich nicht. Rüstungsgewöhnung. Keine Ahnung. Der hat das schon. Könnte Rüstungsgewöhnung 2 lernen. Finte. Der macht aber keinen Schaden. Angetäuschte Schlagen den Gegner irritiert separat und oder Ausweichmanöver des Gegners erschwert. Naja. Das ist Unsinn. Ja, sollte ich mir wohl mal aufschreiben, den Trainer. Ich will einfügen. Trainer. Drohl. Da haben wir jetzt. Wuchtschlag. Finte. Rüstungsgewöhnung 1, Rüstungsgewöhnung 2. Ich bin mir zwar sicher, dass man sich das auch wieder auf irgendeiner Seite nachgucken kann, aber dann mache ich das im Fall hier lieber selber. Sollte jetzt hier auch nicht so super aufwendig sein. Weitendiger Kampf 1, das ist alles in Drohl. Sieht man natürlich auch nicht bei Charakteren, die die Skills schon gelernt haben. Jo. Schließen, speichern, nächster. Ach, verfluchte Ratten. Haben sie die hängenden Gärten aufgefressen. Sollen wir sie für euch erschlagen? Mit Schwertern? Unsinn. Wozu gibt es Fallen? Ach, wenn ich nur wüsste, wo die kleinen Kerle ihre Nester haben. Die Gärten sind immer wieder faszinierend. Ja, ein Jammer, dass sie so heruntergekommen sind. Nachts sind sie ein Liebesnest und tagsüber zertrampeln die jungen Burschen alle Rosen bei ihren Duellen. Im Park sind Duelle erlaubt? Willkommen im Horasreich. Wir haben im Park ein paar Rattennester entdeckt. Wir könnten euch zeigen, wo ihr eure Fallen platzieren müsst. Oh, es gibt doch noch Ehrenleute. Ich werde die Fallen sofort auslegen. Mhm. Und da können wir den jetzt reintappen lassen. Bleibt zurück. Wir müssen ein Wort mit der Signora Bellarita wechseln. Vertraulich. Tut mir leid. Ihr Vater hat mir unmissverständliche Anweisungen gegeben, niemanden in ihre Nähe zu lassen. Ist das nicht etwas übertrieben? Übertrieben? Vor einem Mond wurde ihr Gemahl ermordet. Und wer kann ausschließen, dass die Mörder noch irgendwo lauern? Zieht eure Waffe! Was? Ihr werdet meine Schwester kein zweites Mal anfassen. Eure Amelia? Ich dachte... Ausreden! Habt ihr keine Ehre? Ich fordere euch zum Duell! Ihr zweifelt an meiner Ehre? Okay. Du kannst in Aktion wie ein Ignifaxus auch direkt auf den Feind ausführen, den du den Gegner mit Rechtsklick anwählst und dann Ringmenü die gewünschte Aktion auswählst. Blau unterlegt Aktion.
Ist ja ein Ding, wäre ich ja nie drauf gekommen. Vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt noch. Naja. Sollte das nicht ein Duell sein? Wieso sind dann da drei Leute? Und wieso bin ich zu dritt? Naja. Ja, abwarten. Der kann da noch nichts anschießen, außer denen, und das lohnt nicht. Das sind ja komplette Blockaden, da kann man dann auch nicht großartig was tun. Bleiben wir mal hier hinten und warten. Zack. Zack. Der hat leider keine Mana, aber der kann einfach nur warten. Hatten die mir nicht vorher angezeigt, wie weit die sich bewegen können? Muss ich dazu eine Taste drücken, um irgendeine Anzeige zu bekommen, wie weit die sich bewegen können? Wenn ja, dann finde ich diese Taste nicht. Was haben wir denn hier? Ringmenü öffnen, bla 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 bla. Zwischen einfach im detaillierten Hexfeld wechseln. Was? F? Was ist hier der Unterschied? Außer, dass das hier gefüllt ist. Keine Ahnung. Optionen. Hotkey-Leiste, interaktives Objekt benutzen, Charakterbogen, Questlog, Inventar, Detailkarten entstecken. Beim Händler, Charakterbogen, nö, da gibt's nichts. Ja, wär jetzt halt sehr nützlich zu wissen, wie weit die laufen können. Dann lasse ich den einfach hier stehen. Machen wir nix. Da können wir jetzt jemanden beschießen. Ja, nehmen wir den. Holla, die Waldfee. Abwarten. So, erste Runde wieder abwarten. Ich weiß nicht, wieso das jetzt nur noch 90 ist und vorher 100 war. Was dieses GS5 bedeutet, weiß ich auch nicht. Jedenfalls werde ich den versuchen umzuschießen. Wartet einfach ab. Und dann haben wir auch unser nächstes Opfer. Dum, du, 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 dum. Ach, shit. Naja, das war mein Fehler. Ich dachte, ich hätte den anderen Charakter ausgewählt. Aber mit dem hatte ich doch eben schon gezogen. Naja, hab ich verplant. Dumm von mir. Oha, gut. Haben wir den wieder. Der hält auch nur noch diesen einen Hitpoint aus. Ah!
5. Leider keine Wunde bisher. Schieß mal den noch einmal an. Wobei, den können wir auch hier hinstellen. Den stelle ich hier rüber. Der Zwerg muss einmal verteidigen. Der läuft hier rüber. Der wartet einfach ab. Lalalalalala. Jetzt ist der nochmal dran. Runde zu Ende war. Okay, der läuft erstmal hier weiter. Und heilt einmal. Man verzaubert keinen Zwerg. Lalalalalala. Weiter. Der darf jetzt zum Zwerg laufen. Und dann machen wir wieder das Regenerationsspiel. Lalalala. Immerhin haben wir jetzt noch eine bessere Regeneration. Jetzt habe ich die etwas unclever hingestellt, aber andererseits können wir auch da jetzt vermutlich heilen, oder? Ja, sehr gut. Wieder gefisselt. Thank you.
Jetzt ist die Frage, ob der nach zum Zwerg läuft oder nach links hin. Der sollte aber so oder so nicht angreifen können, von daher. Der kann einmal heilen jetzt. Jetzt geschafft. Na, die Position ist jetzt unglücklich. Dann bringen wir den jetzt um. Mein Grande! Ich habe dir versprochen, dass ich wiederkomme. Und hier bin ich. Wir dürfen hier nicht bleiben. Mein Onkel hat überall Augen und Ohren. Triff mich bei meinem Landsitz. Klingt vernünftig. Wir haben denen die Schuhe geklaut. Weißt du, wir könnten ohne ihn weiterziehen. Er wird schon kommen. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich traue diesem Zauberer keine zwei Schritte. No. Nicht jeder Al-Anfane ist falsch. Offenbar hast du andere Geschichten gehört als ich. Wir sollten... Ich glaube, es sollte nicht schaden, wenn wir schnell aufbrechen. Was? Fürchtet euch nicht. Ich habe meinen Zauberstab wieder. Da hinten fliegen die Täubchen. Holt sie euch. Der Rechtswahrer. Hä? Woher ist jetzt dieser Zauberer gekommen? Der war doch jetzt weg. Oder wieso haben die sich von über den unterhalten? Oder ist der... Ach, der kommt jetzt hier mit diesem ganzen Typen im Schlepptau angelaufen. Na gut, dann muss ich hier auf jeden Fall erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann geht's beim nächsten Mal mit diesem Kampf weiter. Bis denn!